27. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Die Fishtown Penguins empfangen die Iserlohn Roosters und Andi Jenicke kehrt zurück ins Tor bei den Roosters. Jonas Neffin, nach seinem grandiosen Shutout am Freitag, reiht er sich hier ein bei so klangvollen Namen wie Helmut Raaf oder Olaf Kölzig. Den Schwung aus Freitag nahmen die Roosters gleich mit. Das ist Daniel Weiß in seinem 600. DL-Spiel und das ist Julian Lautenschlager. 6. Minute, das 1:0 für die Roosters. Naja, das ist mal ein Ausrufezeichen hier an der Nordsee. Also, Thomas Popisch, gleich richtig kalt erwischt hier an diesem dritten Advent. Dann die Fishtown Penguins mal mit einem Aufbau. Das ist Espeland und dann Sykora. Und dann ist er drin. Ausgleich nur 4 Minuten später. 10. Minute. Thomas Sykora lässt die Fishtown Penguins jubeln. Espeland mit dem Schuss und dann Sykora mit dem Schläger noch dran. Also jetzt ist O'Reilly ein bisschen angefressen. 1:1 und wir gehen ins zweite Drittel und dann wieder die Roosters. Hier, da hat Höffel den freien Velic gesehen, aber der spielt doch in Bremerhaven. Aber Jenicke, der hat heute einen richtig guten Tag erwischt. Hier, Mike Höffel und dann, oh nein, da spiele ich ja nicht mehr. Und dann Miha Velic alleine. Den Tort kann er gerade noch ein bisschen stören, aber dann wieder Antti Jenicke. Aufbau dann über Peten bei den Roosters. Und in der Mitte kommt Alexandre Grenier. 1:2 die Führung für Iserlohn in der 35. Minute. Das haben sie sich hart erarbeitet. Hier, Peten. Und dann kommt in der Mitte Alexandre Grenier. Nicht zu halten für Guslewskis. Also wieder gut drauf, Herr O'Leary. Weiter geht's, weiterspielen, kompakt sein. Die Roosters erkämpfen sich also diese Führung. Aber dann hier die nächste Möglichkeit für Bremerhaven. Feser und dann Friesen. Friesen, die Scheibe geht vorbei, Situation ist aber noch nicht vorbei. Nochmal Friesen und wieder Jenicke. Also Andi Jenicke, der hat heute einen Sahnetag zum Verzweifeln, Thomas Popisch. Und das sieht man auch jetzt gleich im letzten Drittel. Bei dieser Möglichkeit Velic und dann, Achtung, Jenicke, zack, rausgeköpft. Rausgeköpft aus dem Tor, hier kommt die Scheibe. Urbas nochmal abgefälscht und dann Jenicke einfach mal rausgenickt. Dann Bremerhaven im Powerplay. Espeland, das ist doch so ein Schütze. Der sieht aber Urbas, aber wieder Jenicke. Immer wieder Jenicke. Aber Bremerhaven nahm das Spiel in die Hand. Kaum noch entlastende Angriffe überhaupt für Iserlohn. Nochmal Espeland. Und er sieht wieder Urbas. Diesmal nimmt er das Handgelenk und diesmal trifft er. Ausgleich 2:2. Jan Urbas, 54. Minute. Nach etlichen Chancen im letzten Drittel belohnen sich jetzt auch die Fishtown Penguins mit diesem Powerplay-Tor. Also es geht weiter, nur in eine Richtung, nämlich in die Richtung von Andi Jenicke. Höffel kriegt die Scheibe nicht raus, dann Fortschritt ist Urbas und dann ist Velic dran. 3:2. 60. Minute, der Lucky Punch gelingt den Bremerhavenern hier. Urbas und dann Velic, nicht zu halten für Jenicke. Aber O'Leary stimmt seine Jungs noch mal ein. Es sind ja noch ein paar Sekunden zu spielen. Alles riskieren, alles drauf. Jenicke vom Eis. Die letzten Sekunden laufen runter. Vielleicht gibt es ja noch mal die Möglichkeit. Grenier und da ist sie. Aber nein, nichts war's. Es blieb dabei. Hier sehen wir es noch mal. Die Riesenmöglichkeit für die Roosters. Außennetz. Also die Roosters verlieren heute hier in Bremerhaven mit 3:2. It was a tough game. I mean, we played good offensively, but we gave them some chances and they took advantage of it. So, you know, in the end, we really worked hard. We wanted those 3 points and fortunately we got it. I think we deserved it. So it's a great great win and a great Sunday evening in Bremerhaven. Ich glaube, wir haben im letzten Drittel einfach aufgehört zu spielen. Wir haben Bremerhaven ein Spiel machen lassen, was wir in den ersten beiden Drittel eigentlich alles richtig gemacht haben. Ich meine, wir haben gut nach vorne agiert, haben uns gute Chancen rausgehalten und im letzten Drittel haben wir einfach den Fuß vom Gas genommen und wie schon so oft gesagt, in der Liga darf man, muss man 60 Minuten spielen und nicht nur 40 oder 20 oder was auch immer. An
diesem dritten Advent feiern also die Fishtown Penguins 3 Punkte gegen Iserlohn. Die ersten Punkte gegen Iserlohn in dieser Saison überhaupt. Alle Spiele der Deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.